Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt da gar keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Seit Wochen tobt der Kampf um die rote Wolga-Metropole. Luftwaffe zerhämmert in pausenlosen Einsätzen die Widerstandsnester. Zahllose Batterien der Artillerie zermürben den zähen Verteidigungswillen des Feindes. Unaufhaltsam schreitet der Kampf dieser schwer zerschlagenen Stadt weiter. Der Träger dieses Kampfes ist der deutsche Infanterist. Er, der namenlose Held unserer großen Siege, liegt seit Wochen im Kampf. Seine Waffen, die Handgranate und das Gewehr entscheiden hier den Besitz von Straßen und Häusern. Die Luftwaffe bereitet vor, Artillerie unterstützt. Aber nehmen und erobern ist die letzte Aufgabe des Einzelkämpfers der Infanterie. Fünf Gestalten springen über eine Kreuzung und erreichen die nächste Straßenzeile. Der Kampf geht weiter. Die Katastrophe bahnt sich an. Gespenstischer Hintergrund für eine weihnachtliche Ringsendung, die technisch und propagandistisch eine Meisterleistung am heiligen Abend 1942 über alle Radiostationen noch einmal größte Machtentfaltung dokumentiert. Achtung an alle! Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lienerhamering. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die Barrage im finnischen Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich. Hier ist die französischen Riviera. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Rechef. Hier ist die Front südwestlich Kurovec und Kalinin. Der Kampfraum um Rechef. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biscaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Achtung, noch einmal Leningrad. Hier ist Front vor Leningrad und am Volkow. Achtung, die Kanalküste. Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront. Hier meldet sich die Front im Kaukasus. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane. Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung, noch einmal Kreta. Achtung, noch einmal der Schwarzmeerhafen. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied, Stille Nacht, mit einzustimmen. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum von Rechef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich, kommt dazu Catania und singt Afrika. Und nun singt alle mit. Thank you.
deutschen Wesen wird die Welt genesen, am neuen Deutschland auch. Die haben zum frohen Fest hier die Idee ausgerufen, christlich soll es sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dein Nächster ist der Staat. Das klingt erstmal ganz witzig, aber es ist viel weitreichender und bedeutender, als es im ersten Moment erscheint. Dein Nächster ist der Staat bedeutet auch, dein Nächster ist nicht der nächste Mensch, ist nicht deine Familie, nicht deine Freunde, nicht die Gesellschaft, sondern du und der Staat. Und dann bist du natürlich der ganz Große und der Staat ist ja völlig klein. Und mit anderen Worten, wie kriegen wir eine Piratenpartei auf die Beine, in der Piratenpartei das Verhältnis zwischen den Menschen und der Sozialität und dann letztlich dem Staat, der uns dienen soll, besser wird, als es uns erscheint. Liebe Piraten, wir haben mit Ehrgeiz und Hingabe gearbeitet, wir haben unwahrscheinlich viel zusammengearbeitet und auch viel zustande gebracht. Und trotzdem erscheint manches dann wie die persönliche Selbstverwirklichung auf Kosten anderer und die Konflikte liegen nahe. Wir müssen aber darauf achten, dass uns nicht nur von anderen etwas aufgedrückt wird. Weder Kinderpornopartei sind die Piraten, noch sind sie eine Nischenpartei, noch sind sie eine stalinistische Links 2.0 Partei und wir sind auch keine Ultraliberalen, sondern wir sind die Rechtsstaatspartei mit ihren eigenen Grundsätzen der Offenheit und Transparenz und des Gemeinschaftsgeistes und mit Blick auf die sexuelle Revolution und mit Blick auf die digitale Revolution sind die Aufgaben im Grunde genommen gestellt und die anderen Parteien haben es nicht kapiert und die Piraten müssen sich formieren, damit sie überhaupt in die gesellschaftliche Rolle eintreten können, damit diese wichtigen Themen tatsächlich befördert werden können. Liebe Piraten, wir müssen also arbeiten und wir können nicht auf das biblische Pfingsterlebnis warten, in dem alle anders denken, andere Sprachen sprechen, anderes Wissen haben, aber plötzlich über den Köpfen dann hier der Mittelfinger erscheint in Form einer kleinen Flamme und dann sind wir alle erleuchtet und haben den gemeinsamen Geist. So wird es nicht sein und deshalb möchte ich sagen, die Ansprache des Bundespräsidenten Köhler, die ich heute dem Radio entnommen habe, der den Soldaten dann zugerufen hat, ich habe mir das hier notiert, Entschuldigung, kleinen Moment. Machen wir uns klar, was Ihr Dienst bedeutet, es gäbe noch viel zu tun. Ja, klasse, was das wohl sein kann. Und da möchte ich sagen, Frau Kissmann, Bischöfin aus Hannover, aus der Marktkirche, ich grüße Sie, Sie sind von mir hiermit zur Ehrenpiratess ernannt, auch wenn die Piraten meinen, Piraten sei geschlechtsneutral, der Pirat, gibt es Piratessen und wir sind ja wie der Herr Wagner von der Bildzeitung heute schrieb, Pest von Wagner, er ist ein Macho, die Männer sind alle Machos und in Wirklichkeit ist es wohl so, dass wir alle Einzelgänger sind und Murmeltiere bzw. wie Hamster, nachtaktiv, Einzelgänger und kommen eigentlich höchstens zur Paarung zusammen und wenn das nicht nötig ist, unterbleibt das. Und liebe Piraten, wir müssen gucken, dass wir hier unsere Wünsche auch selber erfüllen und dazu müssen wir an den Stammtischen reden und wir müssen von den Führern ausgearbeitete Vorschläge bekommen, die wir diskutieren können und die wir dann auch zu politischen Absichtserklärungen abstimmen können und ins Programm tun können und nicht die Frage, ob ein Programm oder Politik auf sich entscheidend ist und ob die Zukunft einer Partei nicht mehr im Aufstellen von Programmen besteht, sondern tatsächlich, dass wir handlungsfähig werden. Liebe Piraten, dazu ist viel zu tun und ich freue mich drauf, wir machen weiter und hier wird jetzt in Zukunft nicht mehr Presseschau sein, sondern es wird Pressekommentar heißen, was aber im Prinzip genau das ist, was ich hier tue und Ahoi, liebe Piraten.